zurück bei Crash Academy. Der Patch 2.5 ist jetzt endlich im PTU. Wir haben es komplett verpennt. So. Aber wir zeigen euch jetzt die neuen Features und natürlich die Grimhack Station. Das ist wahrscheinlich so das größte, die größte Neuerung im Patch. Auf jeden Fall. Wir sind mit der Saber hier unterwegs. Man sieht ein wunderschönes Bild, muss man ja wirklich sagen, von Yela. Und ja, was man jetzt noch sieht, ist ganz, ganz viele schöne Asteroiden um uns herum. Siehst du eine Station? Nee, und das ist nämlich genau der Witz. Es ist nämlich sehr, sehr schwer zu finden, das Ganze, weil es eine versteckte Station ist. Ja. Und ich sehe eine halbe Saber. Ja, wir hatten einen kleinen Unfall. Dadurch habe ich überhaupt erst einen Gesuchtstatus bekommen. Ja, das war natürlich keine Absicht. Er hatte einen Unfall. Ich hatte einen Unfall. Das war natürlich keine Absicht. Ja, also von daher, ihr seht schon, da ist ein bisschen was schiefgelaufen. Aber das ermöglicht uns jetzt tatsächlich dann, wenn das Bild aufhört zu ruckeln, was im PTU leider noch so ist, das kann man nicht ändern, hier hinten, wenn ich jetzt richtig informiert bin, die Grimhack Station zu identifizieren. Und das ist der Hammer nämlich, weil ihr merkt, halt so eine Raumstation ist durchaus sehr, sehr schwer zu finden. Und ihr werdet sie auch nur finden mit einem Gesuchtstatus. Und ich glaube, später, wenn es darum geht, Stationen zu claimen, für Organisationen, dann wird es ganz relativ einfach sein, so eine Station auch geheim zu halten, weil sie sieht keiner. Ja, ja. Man sieht sie nur auf seinem Quantum Travel System. Wenn man jetzt hier ein Outlaw ist und wenn es wahrscheinlich, ich schätze mal, wenn es später eine eigene Station ist, ja, haben es nur die Leute, die sie schon kennen. So ist es. Also wenn ich mir das jetzt hier angucke, jetzt hier, also ich bin jetzt etwa noch, was steht drüber? Wir müssen mal ranzoomen, man sieht es so schlecht durch die ganze Zeit. Überlagert sich alles. Ja, 28 Kilometer bin ich jetzt noch entfernt. Also es ist im Grunde genommen im Weltraum überhaupt keine Distanz. Aber wenn ich das Ding ausschalte und nicht weiß, dass diese Station da drin ist, tja, keine Chance. Da sind echt 25 Kilometer nix. Ja, ja, so ist es. Also ich gehe mal aufs Cruising Speed, damit wir uns ein bisschen annähern können. Und man sieht also... Drück doch einmal N. Ja, mache ich. Das Schöne ist nämlich auch, er zeigt auch keine Landezone an. Der Leitstrahl ist erstmal versteckt. Ja, richtig. Das heißt, selbst wenn ich durch Zufall jetzt hier rumfliegen würde mit einem Landesystem, würde ich sie auch gar nicht sehen. So ist es. Jetzt, wo man so nah rankommt und da wir die Koordinaten ja haben, können wir jetzt gucken, aha, wir sind auf 12 Kilometer ran. Jetzt sieht man langsam erste Strukturen. Ne? Also du siehst jetzt langsam hier irgendwie wie die hier verbunden sind, die Asteroiden miteinander und sowas. Das schützt halt nochmal die Station, ne? vor feindlichen Augen. Ja? So ist es. Vor neugierigen Blicken. Ich muss richtig nah rangucken, damit ich überhaupt identifizieren kann, dass es hier eine Station ist. Und tatsächlich muss ich jetzt auch das Landesystem aktivieren, weil ich habe ehrlich gesagt keinen Plan, wo die Landezone eigentlich ist. Folgt der Freelancer. Ich würde auch sagen. Die wird später auch private Hangar haben, also eine Hangar-Einfahrt haben und auch noch einen anderen Bereich. Die sind aber noch bis jetzt noch nicht freigeschaltet als Content. Ich sehe übrigens, eine Neuigkeit ist übrigens insgesamt das neue Landesystem. Hier sieht man jetzt zum Beispiel ein schönes Beispiel. Ich habe jetzt ein Landesystem eingeschaltet. Automatisch wird dabei das Fahrwerk ausgefahren. Das heißt, wir haben automatisch jetzt unterm Schiff hier das Fahrwerk unten draußen. Ne? Also das passiert nicht mehr erst, wenn du rüber hoverst, sondern wirklich direkt mit dem Landesystem aktiviert. Und du gehst automatisch in den Precision Speed und kommst auch nicht mehr raus. Das heißt, das wird vielen Leuten auch eine Vereinfachung darstellen. Denn ja, die Verwechslung Precision SCM kennen wir alle. Was ich jetzt beeindruckend finde, jetzt öffnet sich dieser Canyon hier drin oder dieses kleine Tal und man sieht, wie riesig eigentlich dieser Brocken ist. Ja. So ist es. Pass auf das Stahlseil auf. Ne? Ja, ich passe auf das Stahlseil auf. Aber der linke Flügel ist eh schon weg. Das macht es einfacher. Ja. Aber man sieht, es ist ein riesiger Gebäudekomplex, der da alleine oben im Tal integriert wurde. So ist es, ja. Ich versuche jetzt mal ein bisschen zu schweben. Leider bricht die Framerate ein bisschen ein, Leute. Das, oh, 8 Frames? Das ist 8 Frames, sind nicht gerade üppig, ja. Aber wir gucken uns das Ganze trotzdem mal von der Seite hier. Also schön sieht es wirklich aus. Schön sieht es so aus, ne? Also muss man echt sagen. Und ich glaube, da fehlen irgendwie sogar diese Terminals für die großen Schiffe, ne? Die sind irgendwie, das ist kaputt. Da, ne? Direkt voraus, ja, da. Das stimmt. Richtig, so ist es. Man hört übrigens im Hintergrund schon das Piepen vom Landesystem. Das will mich jetzt schon langsam einweisen. Und da wir jetzt wieder auf 10 Frames gekommen sind, versuchen wir es jetzt mal und gucken uns das Ganze mal an. Für die Leute, die es nicht wissen, das ist eine aufgegebene Bergwerksstation oder Miningstation. Ne? Genau, so ist es ja. Und jetzt gucken wir mal, ob er hier irgendwie was findet, wo wir landen dürfen. Wieso ist Star Citizen eigentlich immer komplett kaputt, das Universum? Alles ist irgendwie abgehalftert, aufgegeben, desaströs. Oh, ja. Da haben wir ein Landepad, was uns zugewiesen wird. Ne? Wir sehen jetzt ganz gut den Unterschied. Ne? So, da ist, glaube ich, eins, was... Haben sie sogar nochmal abgedatet jetzt in dem aktuellen Patch. Das sieht sogar noch schöner aus als vorher. Ja. Das heißt, wir kriegen die gehighlighted jetzt, Augmented Reality-mäßig gehighlighted im Cockpit. Und jetzt muss ich nur noch mal gucken, dass ich hier auch landen kann. Mit dem Leitstrahl reinkommst. So ist es. Geht der automatisch dann oder noch nicht? Mal gucken. Mal ausprobieren.
Wenn du dich da auf den Pfeil raufsetzt, sehr schön. Jetzt würde ich einschwenken schon mit dem Schnäuzchen. So. Und jetzt nicht nach vorne mehr, ne? Ja, also ich drauf bin ich jetzt. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ein bisschen nach hinten würde ich, glaube ich, machen. Also das Automatisierte geht gerade nicht anscheinend. Das ist ja eigentlich N jetzt gedrückt halten. Ja, eigentlich ja. Steht zumindest so drin. Und, versucht doch nochmal Use F, aber es wird nicht gehen. Das haben sie eigentlich geändert. Nee, es ist nicht mehr. Nee. Also das heißt, ich muss wohl manuell landen. Ja, dann zeig mal, was du kannst. Vielleicht haben sie es ja auch nicht. Ja, das kann auch sein. Das kann halt tatsächlich der Unterschied sein, dass man sagt, es gibt halt Stationen, die haben kein automatisches Landesystem und dann muss man halt hier manuell runtergehen. Eine Gladiator. Wir sind hier in bester Gesellschaft. Wir sind tatsächlich in bester Gesellschaft hier. Und von daher werde ich jetzt mal versuchen, hier langsam irgendwie so runterzugehen. Ich scheine ja über dem Pad zu sein. Zumindest sagt ja, man, das sieht gut aus. Oder? Die Tanks machen mich so ein bisschen... Ja, die sind sehr weit vorne, ne? Aber sieht eigentlich ganz gut aus. So. Jetzt hättest du auch... Ja, hier, du hättest es noch bekommen, das Autoland, ne? Ah, okay. Auf den letzten Metern anscheinend. Alles klar. Gut. Muss man üben, muss man lernen. Ich habe es auch noch nicht gemacht. Wir werden uns jetzt aber sehen, dass wir so schnell wie möglich aus diesem Cockpit hier entfernen. Oh, mein Gesuchtstatus, glaube ich. Na, ich glaube, das zeigt dir nur an, dass der hier auch noch gilt. Der gilt hier auch noch. Ja, stimmt. Aber ich glaube, es wäre auch unpassend ohne Gesuchtstatus. Ja, so ist es, genau. Oh, und jetzt ist dunkel. Mach mal Tee hier, einmal Taschenlampe an, würde ich sagen. Das ist ja ich muss mal gerade gucken, dass ich hier... So. Hier, und was uns auch gleich auffällt, wir haben hier tatsächlich immer noch Waffenfreigabe. Ich würde jetzt eine Waffe ziehen, falls irgendeiner auf die Idee kommt. Ich habe mir sogar eine richtige Waffe mitgenommen. Sehr gut. Genau. So, genau, hier draußen, der Witz ist, guck mal da oben, im Icon, das Icon, hier ist Comrade-Abdeckung. Das heißt, wenn du tatsächlich, gerade weil Jela abgedeckt ist, weil Jela insgesamt abgedeckt ist, das heißt, du darfst hier schießen im FPS, aber wenn du jetzt jemanden schießt, kriegst du noch einen Gesuchsstatus mehr. Das ist vielleicht ein bisschen unlogisch, ne? Oder man muss halt als Piratenorganisation immer dafür sorgen, dass dieses Comrade auch ausbleibt. So ist es. Das ist der Witz daran. Du musst halt gucken, okay, wenn ich jetzt hier jemanden abknallen will, muss ich erstmal das Comrade ausschalten, damit man zumindest, also zumindest gerade bei mehreren Leuten, damit nicht alle gefleckt sind, wenn da hier eine Schießerei losbricht. Ich muss ja jetzt schon mal sagen, dieses Farbschema von der Grim Hex gefällt mir besser als das Farbschema von Port Olisar. Ich finde es ein bisschen unfair, warum die so eine geile Station kriegen und wir in so einer spießigen Welt das bohren müssen. Es gibt hier eine ganze Menge, was einem besser gefällt, muss ich ganz ehrlich sagen, inklusive der Klamotten. Ich finde, auf Port Olisar fehlen jetzt noch so Leute, Sicherheitsdienste, die einen darauf hinweisen, dass man irgendwie den Dreck aufheben soll, nicht lange rumstehen darf, weißt du, so Sicherheitsleute. So richtig spießig. Die einen die ganze Zeit nerven und malträtieren. Das fehlt noch in Port Olisar. Okay, also wir gehen jetzt hier mal rein und versuchen das Ganze mal so zu inspizieren, so gut wie möglich ist. Was einem schon mal auffällt insgesamt, ist das die Kopfbewegung beim Laufen, ne? Das siehst du stimmt, schon, die ist weg. Also es ist ein ganz weiches Laufen jetzt. Ah, hier sind wir beim nächstgrößeren Landingpad. Ja, okay. Das ist falsch, wir müssen hier über das Hopdeck, ne? Müssen wir rein. Okay, ich wollte nur mal gucken. Naja, wir haben jetzt hier mal eine Freelancer stehen. Diese Lichteffekte, diese Blur-Effekte sind stärker geworden, ein bisschen zu stark. Man hat das Gefühl, man war gerade im Schwimmbad ohne Brille. Ne? Ja. Irgendwie einmal ins Chlor geguckt. Ich glaube, du warst richtig. War ich richtig? Ja, du musst über das Hauptlandedeck gehen. Das ist so ein bisschen dann geradezu, was da rot, rechts. Ja. Einmal rechts rum. Einmal rechts. Da wollen wir hin. Okay, alles klar, super. Ich war gerade ganz fasziniert. Guck mal, da oben sieht man nämlich noch den alten Titel. So hieß sie nämlich eigentlich mal. Green Imperial Hex. Und daraus wurde dann irgendwann Grim Hex. Okay. Daher, das hat mich gerade so ein bisschen irritiert. Aber gut, jetzt hier haben wir das Airlock gefunden. Jetzt würde ich so, genau, geht sogar. Ich würde drin in der Schleuse tatsächlich die Waffe wegstecken, bevor du es aktivierst. Ich habe da so die Erfahrung schon gemacht, dass wenn man Pech hat, dass man dann in der T-Bone-Stellung dann sonst danach landet. Okay, dann muss ich die Pech wegstellen. Also V gedrückt halten, genau. So. Jetzt ist er weg. Gut. Denn hier drin ist Armistice Zone, das heißt hier... Keine Waffen. Nix. Aber später soll es so sein, dass es dann eher NPCs sind, ne? Die einen dann aufhalten würden. Ja, genau. Das sind dann die Leute, die du auf Port Elisar so nervig fändest. Naja. Wenn sie dann anfangen zu sagen... Lass uns doch mal direkt, würde ich sagen, den Suit ausziehen, oder? Ach so. Da ist ja auch ein Spind. Richtig. Jetzt sind wir ja drin. Genau, das ist eine gute Idee. Raus aus dem stinkenden Suit. Oh Gott. Wo ist der Use-Button? Da ist der Use-Button. Ah, es geht sogar, oder? Ja. Gut schon. Ja. Sehr gut. Ja, Standardklamotten mit einem unfassbar hässlichen Cap. Ja, das ist noch hässlicher geworden. Wer hat mir denn das ausgesucht?
Okay, das gut. Ist der Navy-Standard jetzt bei uns. Nein, nix ist. Wir kriegen alle gelbe Kippis. Um Gottes Willen, bloß nicht. Ich sehe gerade, ich muss mal die Kamera ein Stück verrücken. So. Oh mein Gott. Ja, da was war ein ist? Stück Schwärze mit drin, das wollen wir ja nicht. So, gut, weiter geht's. Kann auch mal passieren. Halbes so. Schiff, Greenscreen nicht richtig eingerichtet, zu spät. Also Jungs, tut uns leid. So, okay, wir haben also hier jetzt hoffentlich einen News-Button. Und, funktioniert er? Oh, ja, oh, es leuchtet, das habe ich noch nie gesehen. Nee, das stimmt. Da flackert das Licht kurz. Ist alles ein bisschen kaputt, auch die Soundkulisse ist ziemlich spannend hier, muss man sagen. Ja, es rumpelt schon. Ah, da kommt wow. Was. Guck mal, da ist er, läuft. Hey, nicht schlecht, geht. Jawohl. Haben sie gefixt, sehr hier gut. Fahren wir dann mal nach unten, würde ich sagen. Ja, alles sehr rough, muss man sagen. Es ist wirklich wie ein Bergwerk. Ich liebe das. Also ich muss echt sagen, ich finde es super spannend. Ja, du bist ja auch so ein Fan vom Asteroid-Hangar, ne? Ja, absolut. Es geht boah, ganz ist schön das schnell, runter, ja. Ja. So, jetzt sind wir im Hauptdeck, ne? Ja. Deck 1 quasi. Und hier siehst du auch das alte Display, ne? Darum ist da jetzt auch Grim Hex, weil das ist das ausgeblendet. Alles ein bisschen im Eimer hier mal wieder. Ja, na selbstverständlich. So, jetzt haben wir hier verschiedene Stores. Mhm. Wir können es ja mal versuchen. Gehen wir mich mal umgucken hier, wie das aussieht. Also ja, die Framerate ist leider echt noch im Keller. Es ist so, da arbeiten sie gerade dran. Ja. Aber so. Wir haben zumindest. Genau, hier geht es noch nicht weiter, aber wir können ja mal weiter gucken hier. Wir haben auf jeden Fall, hier ist es auch nicht. Geht nicht. Nee. Ein paar Sachen sind noch abgeschaltet. Sind noch dicht. Ne, wir gehen erstmal nach oben zu den Stores, würde ich sagen. Nee, sind die nicht unten? Ich dachte da oben. Ach nee, oben sind die Habitate. Ja, oben sind die Habitate. Genau, richtig. Ne? Richtig. Wo kommen wir denn hier hin? Das ist das Airlock, das hintere Airlock. Glaube ich, da kommst du wieder raus. Mhm. Das sollten wir jetzt nicht machen ohne Anzug. Meinst du? Es ist so leer hier. Wo sind die alle hin? Das sind die alle nicht. Aber sie haben es noch nicht gefunden, das Feature. Könnte sein. So. Da geradezu ist ein Store. Ja, genau, stimmt. Hier der ist definitiv offen. Ja, da haben wir einen. Genau. Das ist nämlich, glaube ich, der spannendste sehr, auch. Sehr einladend, genau. Also das muss ich ehrlich sagen, ich weiß ja nicht, also wirklich ohne jetzt das deklassifizieren zu wollen, aber es ist so Bazar, Polenmarkt, so, das ist der Style, oder? Genau so viel, viel geiler als, sag ich mal, dieser Primark-Standard auf Port Olisar mal wieder. So ist es. Also hier T-Shirts. Das sieht halt Hammer aus. Ja, das mit dem Punisher-Schäbel. Das ist ja wohl was für Dozer hier, würde ja, ich sagen. Ja, das denke ich auch. Insgesamt alles ein bisschen... fuck the authorities, ne? Mhm. So, das ist auf jeden Fall der Style, der hier angesagt ist. Ich werde auf Gen umschalten, das ist, glaube ich, ein bisschen angenehmer. So. Genau, also... Sold out, oh. Ja, was, echt? Oh nein. Ah, verdammt. Tatsächlich? Nein. Nein. Ich kann es trotzdem kaufen. Sehr schön. Also, und ich würde sogar schätzen, fast ein bisschen günstiger als Port Olisar. Aber jetzt, das ist so Überschlag. So. Warten wir mal ab, was da sonst noch so kommt. Ja. Also auf jeden Fall jede Menge Hosen passend dazu. Ich glaube, da auf der anderen Seite sind so diese Jacken noch. Die ne? Boots sind auch Hammer. Ja, die Boots sind ja klasse. Ja. Es ist irgendwie, es sieht besser aus als die Glocks, die wir sonst so aber hallo, haben. Ja, also ich glaube hier, guck mal, wir haben jetzt hier irgendwie... Ah, siehst du? Guck mal, jetzt lässt er sich sogar rotieren und jetzt hast du unten da nämlich eine Anzeige im Display, dass du ihn richtig drehen kannst. Das ist jetzt quasi wirklich eine Modenschau-Kamera. Und damit du weißt, wie du wieder rauskommst. Ja. Und dann haben wir hier noch so ein Ding? Ach, das ist eine Kabeltrommel. Das ist eine Kabeltrommel. Oder ein Schlauch. Ja, glaube ich nichts weiter. Dann haben wir hier Daredevil-Jacken. Hm. Die ist jetzt schon ein bisschen teurer, aber die sieht natürlich auch heiß aus. Ja, das ist auf jeden Fall sehr nice. Was ist denn mit dem Mantel da? Das ist, glaube ich, so mein Favorit, der daneben hängt. Den finde ich, glaube ich, so ein bisschen aus wie Syndicate. Dieser hier? Ja, stimmt. Der da, ja. Den finde ich schon ziemlich cool. Das ist auf jeden Fall echt ganz schick, ja. Also, die haben bessere Klamotten. Dein Cappy würde ich jetzt nochmal drüber nachdenken, so in der Kombi. Wollen wir den Mantel kaufen? Ja, wir können ja mal gucken. Was kostet das Ding? Was kostet das gute Stück? Ja, komm. Was kostet die Welt? Komm. So. Jawohl. Ups. Wieso haben wir jetzt nur noch 1800... Na, also ich habe das Geld gerade ausgegeben. Jetzt habe ich den Mantel an. Und jetzt kriegen wir dieses blöde Cappy nicht weg wahrscheinlich, ne? Doch, wir müssen doch hier irgendwo... Hier muss es doch bestimmt irgendwo Cappys Dinger. Na, die waren an der Frontseite direkt vorne. Okay. Wahrscheinlich gibt es aber dieses Cappy jetzt nicht. Und deswegen kannst du wahrscheinlich... Da ist es. Da sind die Cappys. Und deins gibt es nicht. Das heißt, wir müssen es jetzt aufbehalten.
Seriously? Ich glaube ja. Ja, das ist halt Alpha-Version all over again. Das heißt, ja, es sei, wir hätten noch 325, dann könnten wir das halt nehmen. Aber ich will eigentlich kein. Naja, gut. Und das dann wieder ausziehen, ne? Mhm. Ja, aber wir haben keine, wir haben noch 50, glaube ich, übrig. Nee, tatsächlich nicht. Oder? Doch. Guck mal, wir haben noch 1900. Aber nicht, dann nur das mit den Nieten, das ist doch cool. Echt jetzt? Probier's mal das aus. Das ist doch so 80er. Ja, aber wir sind hier in Retro-Science-Fiction. Och, ehrlich jetzt? Das mach mal Try-On. Nicht gleich kaufen. Mach erst mal Try-On. Na gut. So, komm. Rage. Naja, das ist doch absolut hier. Ja, nee, ist klar. Komm. Blade Runner-Style. Komm einfach, weil just for the hell of it. Ja. Okay. So, jetzt haben wir das Ding. Darf ich es dann ausziehen, dann? Ja, okay. Gut. Zumindest haben wir jetzt die Chance, loszuwerden. So machen die Geld. Ja. Das ist ganz klar. So machen die Abzocke. Kohle. Ja, das ist ganz einfach. So, du musst es kaufen, damit du es ausziehen kannst. Die Hose ist natürlich schwierig, aber jetzt haben wir, glaube ich, nicht mehr genug Geld. Nee, komm, jetzt ist auch gut. Wir haben ja auch noch mehr zu zeigen. Okay, ja, okay. Ja, also gut. Shoppen kannst du dann nochmal on your own time. Ja, wir müssen ja jetzt noch ein bisschen was präsentieren hier. So. Gut, also wir haben jetzt schon mal einkaufen. Lass schon mal einkaufen. Gucken, ob wir jetzt hier nicht doch noch mal was anderes noch finden. Hier war nicht. Nee, ist der Hintereingang. Das war doch. Ach so, das war der andere Eingang. Irgendwo ist die Bar, aber ich glaube, ja. Die ist nicht. Nee, offen. Nee, die ist oben. Also die ist auch noch nicht offen und die ist hier. Oh, da war jemand. Hier war jemand. Oh, na egal. Hier drin kann er nicht. Ah, wo ist denn hin? Da oben irgendwo hin. Ja, in die Mitte oben. Ja. Geh mal hoch, einmal kurz gucken. Mhm. Ja, wir können ja auch ganz kurz das Habitat zeigen, ne? Ja. Das ist nämlich ultra versifft hier. Ja, das ist wunderschön. Versifft, ja. Aber schön, dass sie eine Zuckersteuer haben auf dem Tisch, oder was steht da? Hier? Bier, ah, die Dosen, okay. Ja, na gut, ich dachte schon, da steht so ein Zucker, weißt du, so ein alles für Milchkaffee bereit. Aber es ist, glaube ich, nicht der richtige Ort für Milchkaffee. Nicht wirklich. Ein Sojalatte, bitte. Also das, was wirklich diese IZ Habitats sind bei... Ups, Invisible Wall. Ja, da komme ich nicht rauf. Okay. Ups. Ja, hier ist ein. Na gut, dann gehen wir da nicht weiter. Nicht hin. Also, das, was diese IZ-Habitats sind bei Port Olisar, befindet sich dann halt hier in diesen formschönen kleinen Kabinen. Und wie man schon sieht, ist schon. Da, guck mal da rein, guck mal da rein. Ist abgesperrt. Achso, das ist. Ja. Okay. Ja. Schick aus. Ja, es ist auf jeden Fall rugged. So, das kann man nicht anders sagen. Und die sind hier, glaube ich, überall hier oben. Und ich glaube. Da auch? Ja, die sind hier überall. Denn es ist ja tatsächlich okay. So, dass es ein Spawning Point ist. Ich kann ja mal gucken, ob ich hier die Treppe hoch. Hier, das, guck mal. Das ist auch schön, ne? Nice. Siffige Schlafsäcke. Hier macht's Spaß. Hier komme ich die Treppe hoch, guck mal. Was ist hier oben? Nochmal. Ja. Eine Etage. Da ist nochmal eine Etage. Taschenlampe haben wir jetzt leider nicht mehr. Eine Taschenlampe habe ich nicht mehr dran. Aber ja, man sieht. So soll das Ganze aussehen und hier wacht man dann als Outlaw auf. Das heißt, ich glaube, mein Outlaw-Status ist inzwischen erloschen. Aber wenn man als Outlaw jetzt respawnt, dann da. Wow. Mhm. So, ich würde sagen, uns fehlt noch der Waffenstore, ne? Die Bar sollte zu sein. Jetzt, was ist da rechts gewesen? Auch nur ein weiterer. Ja, hier sind, glaube ich, nur diese okay. Habitats oder beziehungsweise manche sind auch noch... Völlig kaputt. Völlig kaputt und zu. Wird ja auch noch erweitert hier unten. So, dann gucken wir uns nochmal den Rest hier an. Denn... Hier rechts rein kannst du. Hier ist doch... Genau. So. Man sollte immer aufpassen, vielleicht steht man plötzlich in so einem Airlock. Genau, hier ist nämlich die Bar. Nee, ist der Arm Waffenladen, oder? War das nicht die Bar? Ah, stimmt, nee, ist der Waffenladen. Das ist der Waffenladen, fast. Aber fast. Cool, also das Ding hier ist nochmal wirklich ein ganz eigenes Teil für sich. Munition, Welche Fackeln, Magazine. Oh mein Gott. Gleiches Angebot, aber. Noch wahrscheinlich. Noch, ich denke mal, die bösen Sachen werden wahrscheinlich hier später nur verkauft. Ja, so wohl war hier. Okay. Nicht schlecht. Ja, also wir sind hier in dem Waffengeschäft, wie gesagt, im Grunde noch dasselbe Angebot wie Port Olisar. Mal gucken. Wie es da weitergeht. Nur das Design ist ein bisschen... Jetzt lass mal gerade auslaufen. Ja. Das sieht nämlich echt Hammer aus. Ja, hier ist doch der Tunnel, ne? Der Tunnel? Genau. Hier ist...
Es gibt ja einen Tunnelansatz sozusagen, wo die Schiffe durchfliegen können, wenn hier die illegalen Rennen irgendwann stattfinden wollen. Und das ist, glaube ich, hier. Und ist noch abgesperrt. Ist noch abgesperrt, sieht man, kann man noch nicht hin. Aber hier soll es ja dann, gerade mit der Bar, soll es ja dann illegale Rennen durch die Station durchgeben. Der Tunnel ist aber noch zu, also noch gibt es den gar nicht. Der soll nur hier entstehen, wenn er dann soweit ist. Oh mein Gott. Oh, nicht fest. Nicht hier irgendwie abstürzen. Ja. So, lass einmal noch mal kurz gucken. So, jetzt sind wir in Renom gegangen. Eigentlich die Bar müsste auch unten eigentlich gewesen sein, aber ich glaube, dass die zu ist. Ja, das können wir ja gleich gucken. Hier ist was halb offen. Ah, das ist der Hintereingang zu dem. Ja. Das ist der Hintereingang. Hübsche Stehtische. Da, was ist da drin? Das ist der Vordereingang zum Shop. Zum Shop, genau. Da, was ist denn? Ups, ja, das ist komplett dicht hier. Vielleicht wird die da sein später. Ja. Oder wir schauen mal kurz da gegenüber. Was ist denn da noch? Kann man da rein? Also da rechts jetzt? Ist das zu? Hier, die Tür einfach. Die Tür hier. Nee, die war zu. Da war ich schon eben vor. Und ich meine, das war dieses Werbeplakat. Darum glaube ich, dass das hier die Bar sein wird. Weil das quasi ein Werbeplakat ist. Und hier komme ich noch nicht rein. Nö. Also, das muss man wissen, wenn man hier ist, wo man sich einfindet. Ich gehe einfach aus wie diese G-Lock-Bar, dass du halt eben das sind die Jumpers. Jetzt haben wir natürlich einen schweren Fehler gemacht, weil es gibt ja noch einen Bereich, den wir zeigen wollen, aber wir haben keinen EVA-Suit. Ja, na, den können wir uns ja wieder besorgen. Ja, ich hoffe, den gibt es da auch. Genau. Spind. Ich glaube nicht. Schauen wir mal weiter hier. Hier ist nämlich noch so ein Cargo-Hold, der ganz spannend ist. So. Oh, es ist alles riesig. Ja. Ja, hier kommt der Cargo Hold. Hier kommt dieser Cargo Hold, ne? Und da drüben, da guck mal, hier sind wir, da drüben ist die Plattform, wo wir die eben noch gesperrt war, ne? Wo wir eben gerade da diesen Tunnel gesehen haben, der da angedeutet ist. Das heißt, wir sind jetzt quasi direkt unterhalb des Waffenladens. Sehr schick. So, ich glaube aber tatsächlich, hier ist kein Spind mehr, oder? Das ist schlecht. Ich glaube tatsächlich, wir müssen, ja. Okay, dann müssen wir jetzt ultraschnell, entweder schneiden wir es raus, ne? Ja, genau. Also nochmal, hier Cargo Hold. Und hier sieht es schon ganz schön kaputt aus. Und das wird auch nicht besser, wenn wir jetzt hier weitergehen. Ich gehe jetzt mal wieder in Laufgeschwindigkeit. Jetzt ist das Comlink down oben. Okay. Jetzt haben wir das abgeschaltet. Oh, es ist offen. Ich würde... Hier darf ich noch nicht. Jetzt darf ich wieder. Ja. Genau. Zack, mit dem EVA-Anzug im Airlock vom Cargo Hold. Jetzt wirst du gleich merken, die Schwerelosigkeit setzt ein. Und ich glaube, du kannst auch die Waffe schon ziehen. Schon dabei. Gut. Und zack, bin ich... Schwäbig. Sieh mal einer an. Sehr gut. Ab hier wird's heiß. Ja. Hier das ist quasi der Bereich der Station, der jetzt noch nicht annektiert wurde oder einfach nur stillgelegt ist, komplett. Ja. Und das ist eine riesige Röhre abwärts. Ich glaube, es gibt auch einen Fahrstuhlschacht, ne, der nicht funktioniert. Ja, genau. Es gibt einen Fahrstuhlschacht, der nicht funktioniert. Hier schwebt auch so Kram rum. Schieß mal drauf, so eine Platte. Die müsste sich eigentlich schon bewegen jetzt. Ja, das haben sie mich jetzt schon drin. Ups. Naja. Die wird wieder an Platz zurückgezogen. Die wird wieder zurückgezogen, wie cool. Aber sie haben haben sie es schon mal drin. Es ist auf jeden Fall schon da. Also man sieht es, ist angelegt. Hier oben geht es jetzt nicht weiter, wenn ich das jetzt richtig sehe. Aber vielleicht halt kann man sich da reinquetschen, aber gut. Das ist nochmal eine Etage. Ja. Es gibt ja auch so einzelne Räume, die offen sind. Ja. Hier gibt es eine ganze Weile tief runter. Auf jeden Fall. So. Ist schon echt spannend hier. Naja, von da unten ist es riesig, ne? Also wie gesagt, hier gibt es noch einzelne Räume, die einfach offen stehen. Da ist dann meistens Müll drin, bis jetzt. Ja, bis jetzt zumindest, genau. Wer weiß, vielleicht dann sind da irgendwelche Aufträge irgendwann mal versteckt. Ja, ich denke auch. Datapads oder sonst irgendwas. Ein Werkzeugschrank oder sowas schwebt da rum. So, mach mal ein bisschen hier Gas. Ja. Das ist schon ganz geil. Aber er ist gerade ein bisschen überfordert damit, ne? Ja, er ist zu überfordert, hilflos. Aber du wirst auch diese Dinger dann halt dem Feind entgegenschleudern können, denke ich mal. Genau, und hier kommen wir jetzt in den unteren Raum und der ist echt beeindruckend, weil es sieht richtig... Also man kann sich richtig vorstellen, wie das mal benutzt worden ist vor allzu langer Zeit. Meinst du denn, die privaten Hangar sind dann auch nicht mit Schwerkraft ausgestattet? Kann das sein? Obwohl, da würden ja die ganzen Schiffe da rumtorkeln. Ja, ich denke schon. Also hier sieht man jetzt, wenn man den Schacht nach oben guckt... Wie riesig das Ganze ist. Wie riesig das ist. Der ist wirklich groß, ne? So, und dann würde ich mal den Hinterausgang nehmen, ne? Ja, das würde ich nochmal zeigen. Ich wollte nur mal hier einmal hochgucken, so, ne? Also von da oben sind wir gekommen. Aber hier ist ein Snipergewehr schon nicht schlecht, da oben am Ende. Ja, das stimmt. Das ist wohl wahr, genau. Hier ist dieser Fahrstuhl, den Wiesen gerade meinte, ne? Hier sollte nicht gehen eigentlich, ja. Nee, der geht nicht. Und hier irgendwo hängt dann, habe ich gerade noch drauf geschossen, genau. Und hier unten hängt noch ein Gabelstapler rum. Da, guck mal. Festge...
Ja. Verkeilt. Ja, also hier ist dann das Loading Dock. Hier sollte wohl ursprünglich mal die Ladung dann verladen werden. Oder ist hier oder mal passiert. Genau. Ja. Und hier geht's können raus. Wir raus. Sieht auch sehr schön aus. Das können wir nochmal zeigen und dann sind wir nämlich soweit durch. Ja. Dass ihr mal alles gesehen habt. Boing. Sorry. Es ist mit den Frames gerade. Das ist EVA schwierig, ne? Schade halt, aber da sind sie dran. Ja, das ist halt PTU. Darum ist PTU auch keine Spielspaßphase, sondern wir müssen testen. Harte Arbeit. Es ist harte Arbeit. Und wir haben auch schon wieder was zu reporten, also das geht sehr schnell. So, und das ist jetzt der Außen. Also ich schwebe mal noch ein Stückchen raus. Es sieht halt schon Hammer aus, das Ganze, ja. Also ich bin ein bisschen neidisch, so dass die Outlaws jetzt so eine schöne Station kriegen und wir halt da in dem spießigen Port Olisar halt uns wiederfinden. Richtig, aber es sei ihnen gegönnt, wir kriegen auch noch sehr geile Orte. Und wenn wir irgendwann auf den Hochpromenaden von Terra flanieren, oh je. Ja, dann werden die vielleicht neidisch sein. Bei den Reichen und Schönen, meinst du? Genau. Ja, also das ist es. Wir sind außerhalb der Grimhack Station jetzt im EVA. Und man sieht, die Maßstäbe sind tatsächlich viel größer. Komischerweise, wenn man so im Jäger drumherum fliegt, hat man das Gefühl, es ist gar nicht so groß. Ja. Aber so als Männlein überlegt man sich halt, doch ein Riesenkomplex. Ja, also ich habe es auch vorher schon mal hier im PTU geschafft, rauszubaggen aus der Station. Dann war ich an der anderen Seite des Asteroiden und dann bin ich etwa eine gefühlte Stunde einmal um den rumgeflogen, bis ich wieder da war. Ne? Also schon alleine diese Verankerung, ne, die man so sieht in diesen Asteroiden, wie gigantisch sie sind. Gut, wir haben es, wir machen weiter. Natürlich kommen jetzt noch die anderen neuen Features. Das war, glaube ich, schon mal ein sehr spannender First Look in die Station. Ihr werdet es ja auch bald selber erleben können. Und sonst kommentiert, liked, disliked, macht uns Vorschläge, was ihr sehen wollt. Und wenn ihr wirklich uns unterstützen wollt, darüber hinaus, könnt ihr auch bei Patreon vorbeischauen. Und wir freuen uns, dass ihr zugeschaut habt. Und sagen in diesem Sinne, see you on the flight deck! So, jetzt.